Mario, wie tief sitzt der Schock? Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, sehr, weil ich glaube, wir haben bis zum 2-2 immer gekämpft, sind immer gut zurückgekommen und haben uns dann eigentlich selber geschlagen. Solche Tore dürfen wir halt einfach nicht bekommen und wenn wir solche Fehler machen, dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn das Ergebnis dann so deutlich ausfällt. Wie erklärt sich ein Profifußballer solche gravierenden Schwächen in der Abwehr, solche Fehler? Ist das erklärbar oder passiert das einfach? Ja, was soll ich noch sagen? Ich stehe am Platz und habe nicht gewusst, was passiert. Ich meine, nach dem 2-2 sind wir wieder dran, haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, nach vorne immer gute Möglichkeiten gehabt. Ja, und wenn man dann solche Fehler macht, dann ja, wird man erstens einmal bestraft für das und weiß man dann selber nicht genau, was da genau passiert am Platz. Blöde Fehler gemacht hinten, leichte Fehler, wir haben die Rapid eingeladen zum Tore schießen und solche Fehler darf man nicht machen. Wenn wir solche Fehler weitermachen, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr viele Spiele gewinnen. Was glaubt der Christoph Stückler, gibt es jetzt Konsequenzen? Ja, nein, 7-2 wird es wahrscheinlich sicher Konsequenzen geben, wie die ausschauen werden, wird der Trainer entscheiden, keine Ahnung, aber schuld sind alle Öfe. Er kann nicht alle Öfe, er kann auch nicht, wie gesagt, rausstellen, aber es wird sicher eine Veränderung geben, schätze ich, glaube ich halt einmal. Wie weh tut so eine Niederlage als waschechter Alter? Ja, natürlich extrem weh. Wir haben jetzt heute gegen Rapid sehr, sehr viel vorgenommen. Es war eine tolle Kulisse in Alltag und wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Und ja, aber dass es natürlich so ausgeht, das haben wir uns nicht einmal erträumt. Und ja. Man hat eigentlich gut angefangen, der Beginn war gar nicht schlecht, zweimal zurückgekommen, ausgeglichen und dann jeder Schuss ein Treffer. Wie ist sowas zum Erklären? Ja, es ist schon von Anfang an eine Unordnung in der Defensive da gewesen. Es ist einfach jeder Pass, was von Rapid tief gespielt worden ist, da sind sie alleine aufs Tor gelaufen. Und so darf man einfach gegen Rapid nicht spielen, weil sie eine gute, spielstarke Mannschaft sind und sie das natürlich eiskalt ausnutzen. Du kennst den Verein sehr gut. Glaubst du, wird es jetzt irgendwelche Konsequenzen geben? Ja, ich glaube jetzt irgendein Schnellschuss wäre sinnlos. Natürlich müssen wir über das Spiel reden, über die Fehler, was passiert sind, aber Konsequenzen, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.